Teenage Engineerings portabler Synthesizer und Sampler glänzt ungemein durch seine Benutzerfreundlichkeit. Mit diesem Synthesizer ist es spielend einfach rasant, Ideen festzuhalten und diese in Echtzeit wiederzugeben und abzuspeichern. Mit dem Pocket Operator samplet man entweder über das eingebaute Mikrofon oder über den Kabeleingang. 40 Sekunden stehen einem zum Abspeichern der Samples zur Verfügung. Die Aufteilung ist in 2x8 Slots gegliedert. Melodie lässt sich chromatisch abspielen und das Schlagwerk als One-Shot. Beim Trimmen einiger Aufnahmen zeigte der Microsampler allerdings Schwächen im Test. Die Wiedergabe vollständiger und qualitativer Aufnahmen ist auch für die Weiterverarbeitung von hoher Bedeutung. Die zahlreichen Effekte wurden unter die Lupe genommen und als verbesserungsfähig eingestuft. Der Pocket Operator hat einen Sequencer an Bord und die Möglichkeit ist gegeben, mehrere Sequenzen unkompliziert zu einem Lied zu verketten. Die Audioqualität ist ausreichend. Teenage Engineering Sampler speist sich über den Batteriebetrieb. Dazu braucht es 2 Mikrobatterien. Weitere Möglichkeiten, das Gerät zu betreiben, gibt es leider nicht. Der Synthesizer aus Schweden wiegt unter 60 Gramm und passt in eine kleine Hand. Er hat einen Lautsprecher, 3,5 mm Ein- und Ausgangssteckbuchsen, die Option, Geräte miteinander zu synchronisieren und einiges mehr. Der Pocket Operator offenbarte Schwächen im Test und trotzdem reichte es aufgrund der strukturierten Aufteilung und der Bedienfreundlichkeit zu einem starken, befriedigend.